Hallo, willkommen im Smart2Cooks-Kanal. Eine ruhige und friedliche Haltung ist eine grundlegende Eigenschaft, wenn Sie angesichts der Widrigkeiten, die in Ihrem Leben auftauchen, oder auch beim Erreichen Ihrer Ziele richtig handeln wollen. Ruhe sollte nicht nur genutzt werden, um nächtlichen Depressionen oder Streitigkeiten vorzubeugen, sondern auch in Situationen, in denen Sie ängstlich sind und den starken Wunsch verspüren, das zu erreichen, was Sie wollen. Ruhe ist wichtig, sie ist unerlässlich, denn sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Emotionen ausreichend zu kontrollieren, um rationale und effiziente Klarheit auf dem Weg zum Erfolg zu erlangen. Darüber hinaus ist Stille ein weiterer Aspekt der Ruhe, eine Situation, die Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellt. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Pläne unbedingt mit jemandem teilen möchten und am Ende alles in einem Gespräch mit einem Freund ausplaudern, von dem Sie denken, dass er sogar der beste Freund ist. Wenn Sie jedoch die nötige Ruhe hätten, wüssten Sie, dass es nicht ratsam ist, herumzulaufen und Ihre Pläne und Träume preiszugeben, und könnten daher Ihr Schweigen bewahren. Wenn Sie dieses Thema interessiert, hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie hier den Kanal. Ich teile kluge Gedanken, die Ihnen helfen werden, ein weiserer und emotional sichererer Mensch zu sein. Lass uns gehen. Ist es wichtig, sich voll und ganz darüber im Klaren zu sein, dass es ein schwerwiegender Fehler ist, impulsiv auszudrücken, was einem in den Sinn kommt, wenn die Emotionen hochkochen? Es fällt auf, dass Sie in bestimmten Begegnungen mit Ihren Gegnern, Feinden oder Neidern eine ruhigere Haltung einnehmen und weniger sprechen. Und deshalb ist es äußerst wichtig, dass Ihr Dialog das gleiche Ausmaß hat wie der des Gegners, sonst laufen Sie Gefahr, dass der Feind mehr redet als Sie. Der Grund für diese Strategie ist einfach: Wer am meisten redet, ist auch derjenige, der am meisten gibt. Mit anderen Worten, wenn er vorhat, seinen Gegner mehr zum Reden zu bringen als er selbst, schafft er eine Situation, die den Feind dazu bringt, mehr Informationen und sogar seine wahren Absichten preiszugeben, anstatt es selbst zu tun. Er manipuliert dich auf eine Weise, die du nicht einmal bemerkst. Ich habe also verstanden, dass diejenigen, die mehr reden, eher dazu neigen, in der Hitze des Gefechts oder selbst wenn sie wütend sind, Ausrutscher zu machen und unangemessene Informationen preiszugeben, wodurch ihre wahren Absichten preisgegeben werden, die noch verborgen sind. In dem Moment, in dem der Gegner diesen Fehler macht, nutzt er diesen Vorteil aus. Niemals mit Nachteilen handeln. Wenn Sie diesen Vorteil anstreben, ist es daher sinnvoll, weniger zu reden und Ihren Feind zu provozieren, damit er während der Rede aufgibt. Deshalb ist es wichtig zu lernen, ruhig und still zu sein. Zwei Gründe dafür habe ich bereits genannt. Erstens kann Ihr Gegner seinen Willen nutzen, um Sie zu necken oder anzustacheln, ohne dass Sie es merken, was dazu führt, dass Sie etwas sagen, was Sie nicht sagen sollten, oder Ihren Spielzug verraten. Und zweitens, wenn Sie es schaffen, ruhig zu bleiben und ruhiger zu sein, werden Sie das Gespräch dominieren und derjenige sein, der den Dialog ausnutzt, anstatt nachzugeben. Schließlich haben wir alle schon Situationen erlebt, in denen wir mehr gesagt haben, als wir sollten, und später das Gesagte bereuen. Ich bin sicher, dass Sie das schon erlebt haben. Während eines Gesprächs, im Eifer des Gefechts, kommt es dazu, dass wir zu viel reden und dann über das Gesagte nachdenken, weil wir Reue empfinden, weil wir unnötigerweise den Mund geöffnet und jemanden mehrmals verletzt haben. Dies liegt oft daran, dass wir zulassen, dass Emotionen uns dominieren und unsere Fähigkeit zur Rationalität beeinträchtigen. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und zu erkennen, dass es am besten ist, den Mund so weit wie möglich zu schließen, wenn die Emotionen hochkochen. Wir müssen diejenigen sein, die der anderen Person Fragen stellen und dürfen nicht zulassen, dass sie uns verhört. Wir müssen diejenigen sein, die zu diesem Zeitpunkt nichts sagen, es aber dem Reden überlassen, wenn es neulich oder zu einem anderen Zeitpunkt ruhiger ist. Ich weiß, wie nervig das ist. Sie möchten es jetzt lösen und es nicht auf später verschieben. Aber glauben Sie mir, besser nicht.
Vielleicht fragen Sie mich, wie ich in diesem Leben voller Druck und Schwierigkeiten zur Ruhe kommen kann? Jede Emotion entsteht aus einem Gedanken in Ihrem Kopf. Da ist etwas verwurzelt. Der Schlüssel liegt darin, sich dafür zu entscheiden, sich selbst zu kontrollieren und diesen Gedanken zu eliminieren, das heißt, aufzuhören, darüber nachzudenken. Andernfalls werden Sie so lange nachdenken und nachdenken, bis Ihnen klar wird, dass Sie diese emotional aufgeladene Idee bis zu dem Punkt angeheizt haben, an dem Sie die Kontrolle über Ihre mentale Situation verloren haben. Wenn Sie wissen, was ich sage, denken Sie an das folgende Beispiel, Liebe. Nehmen wir an, Sie sind dort und halten sich für den kältesten Menschen der Welt, und plötzlich treffen Sie auf eine unglaublich schöne Frau mit einem bezaubernden Lächeln. Wenn Sie einfach an ihr vorbeigehen und weitergehen, wird der Gedanke, der bei Ihrem Anblick aufkam, verschwinden. Sie verlieben sich wahrscheinlich vom ersten Eindruck an in sie. Wenn Sie zufällig mit ihr sprechen, einen Termin vereinbaren und so weiter, verstehen Sie dann, wie weit ich gehe. Wenn das alles passiert, wirst du dich immer mehr verlieben, weil du nicht aufhören kannst, ständig an diese Person zu denken. Dasselbe gilt auch für Wut. Wenn Ihnen ein Gedanke in den Sinn kommt, wie zum Beispiel die Situation, in der Sie sich vorstellen, dass der Lehrer Ihnen in einer Prüfung eine Null geben wird, und Sie diesen Gedanken weiter nähern und darüber nachdenken, werden Sie immer wütender und es wird länger dauern, wieder zur Ruhe kommen. Wenn Sie also, wie ich bereits erwähnt habe, aufhören, auf diese Stimme in Ihrem Kopf zu hören und den Gedanken verdrängen, werden Sie diese emotional aufgeladene Idee nicht in Betracht ziehen. Somit wird Ruhe herrschen. Dies ist normalerweise der erste Schritt, um keine Gedanken zu nähren, die intensive Emotionen hervorrufen. Emotionen fließen durch Ihren Körper und Geist. Schließlich sind wir nicht nur dazu geschaffen, rational zu sein. Wenn Sie jedoch merken, dass Ihnen Emotionen im Weg stehen, ergreifen Sie Maßnahmen und schüren Sie sie nicht mehr. Es ist in dieser Haltung offensichtlich, beachten Sie. Wir wissen zum Beispiel vielleicht nicht genau, was in jemandes Kopf vorgeht, aber wir können sehen, dass es Zeiten gibt, in denen einer Figur Fragen gestellt werden und sie es manchmal vermeidet, direkt zu antworten. Denn wenn man über etwas spricht, schafft man natürlich Raum für die Vervielfachung der Emotionen. Ein weiterer Tipp, den ich gebe, um ruhiger zu sein, besteht darin, Aktivitäten zu finden, bei denen man mehr Kontrolle hat, wie Lesen, Sport treiben oder sogar meditieren, die als sehr effektiv gelten. In meinem Fall beruhigt mich Meditation sehr und bringt mir gleichzeitig Wissen, das von Vorteil ist. Dies ist jedoch von Person zu Person unterschiedlich. Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl einer Aktivität, die Sie beruhigt und nur Vorteile bringt, denn manchmal finden Sie vielleicht etwas, das Sie scheinbar beruhigt, Ihnen aber tatsächlich schadet. Achten Sie also darauf und gehen Sie nur Tätigkeiten nach, die wirklich förderlich sind. Was das Schweigen betrifft, kann Stille strategisch als Ergänzung zur Ruhe eingesetzt werden, wie ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Wenn Sie weniger reden, ist der Gegner im Vorteil. Wenn der Feind jedoch beschließt, Sie mit Fragen anzugreifen, verzweifeln Sie nicht und machen Sie sich keinen Stress. Bleiben Sie ruhig und legen Sie mit Hilfe der Stille Pausen zwischen seinen Fragen und Ihren Antworten ein. Dadurch haben Sie mehr Zeit, sich eine gute, kurze und prägnante Antwort auszudenken, die Sie nicht beeinträchtigt. Und wenn Sie wollen, können Sie nicht antworten. Wenn Sie sich entscheiden, nicht zu antworten, bleiben Sie ruhig und richten Sie Ihren Blick auf die Person, die die Frage stellt. Menschen können es oft nicht ertragen, angestarrt zu werden, und wahrscheinlich wird jeder, der Sie befragt, von Ihrem Blick eingeschüchtert sein. Dies ist eine der großen Kräfte des Schweigens, denn Sie sagen nichts, übermitteln aber gleichzeitig eine Botschaft an die Person, die auf Ihre Antwort wartet. Dein Aussehen sagt alles. Schweigen kann einschüchternd wirken. Darüber hinaus kann Schweigen interessant und geheimnisvoll sein und unterschiedliche Auswirkungen auf den Einzelnen haben, der sich für das Schweigen entscheidet.
Und deshalb sage ich noch einmal, dass Schweigen strategisch sein und mit Ruhe verbunden sein muss. Wenn Sie verzweifeln und die Ruhe verlieren, kann es sein, dass Sie Unsinn reden oder unangemessen schweigen. Es gibt Zeiten, in denen es notwendig ist, zu schweigen, und in anderen ist es entscheidend, sich zu äußern. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man nur die Fragen erkennt und beantwortet, die sie nicht gefährden und die wesentlich sind. Ob man nicht antwortet oder nicht, hängt vom Kontext ab. Ein sehr guter Tipp ist es, eine kurze, unverbindliche Antwort zu geben, wenn es sich um eine Frage handelt, die eindeutig aus reiner Neugier entstanden ist oder es sich nicht lohnt, beantwortet zu werden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir und teilen Sie es mit Ihren Freunden. Abonnieren Sie hier den Kanal und lernen Sie, ein Mensch mit intelligenten Gedanken, einer weisen und selbstbewussten Einstellung zu sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.